Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich sitze noch an meinem Schreibtisch, aber das wird sich gleich ändern. Ich mache dieses Video nicht einfach so ohne Grund, weil ja, ich habe schon länger nicht mehr gevloggt oder ein Video von mir gemacht, generell wenig. Ich möchte jetzt aber mehr damit anfangen, weil ich gemerkt habe, dass euch dieses Schauspiel-Casting-Ding sehr interessiert. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ich euch mitnehmen soll, weil ich habe heute ein Casting, diesmal für Schauspielern. Also ich hatte für Schauspielern schon lange kein Casting mehr. Und dann muss ich noch was aufnehmen für meine deutsche Synchronrolle. Und genau, da nehme ich euch einfach mit, weil ihr habt auf Instagram entschieden, dass ich daraus ein YouTube-Video machen soll. Und genau, ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Video. Ich habe hier schon meine Sachen gerichtet. Ich habe bis jetzt darin gearbeitet, weil ich bei meiner VWA weitergeschrieben habe. Und jetzt habe ich mich entschieden, dass ich mich ein bisschen hinaussetze auf die Terrasse. Und genau, was ich mitnehme, ist erstmal mein Laptop für Musik hören oder YouTube-Videos schauen. Ich liebe das. Dann noch ein paar Marker. Also ein paar, zwei. Aber ich nehme auch von den kleineren vielleicht welche mit für Notizen. Einen Bleistift werde ich auch mitnehmen. Und hier haben wir den Skript, der ist zweiseitig. Und genau, den muss ich lernen. Und dann es ist ein Self-Tape-Casting. Das heißt, dass ich das Video für mich selber aufnehme und das dann schneiden darf. Aber ich soll es nicht schneiden, weil ich muss den Text auswendig können. Und wenn das geschnitten ist, dann sieht es so aus, als hätte ich den Text vergessen und dann zusammengeschnitten. Deswegen sollte das meiste ungeschnitten bleiben. Und deswegen muss ich das Skript jetzt ganz gut lernen. Es sind Gott sei Dank eh nur zwei Seiten. Ich hatte schon mal ein Casting mit vier Seiten. Also zwei Seiten gehen dann noch vollkommen. Und genau, auf jeden Fall nehme ich das auf. Und dann muss ich das dem Casting Director schicken. Ich habe versprochen, dass ich das heute mache. Und daran werde ich mich auch halten. Und deswegen gehen wir jetzt los, Skript lernen, und ich zeige euch, wie ich das mache. Ach so, bevor ich euch das zeige, muss ich noch sagen, denn zum Bewerben oder zum Casting gehört eben nicht nur das Casting an sich, sondern auch das Skript lernen, weil das Skript lernen ist eines der wichtigsten Sachen im Schauspielbereich. Synchronsprechen ja nicht, weil da liest man ja quasi nur ab. Aber im Schauspielbereich schon, weil man muss sich teilweise, also die professionellen Schauspieler müssen sich teilweise 6, 7, 8 Seiten auswendig merken, wenn nicht sogar 20 Seiten. Also genau, das Skriptlernen ist eines der wichtigsten Parte, denn nur wenn du den Skript hast, nur wenn du den Skript kannst, dann hast du auch die Chance, drangenommen zu werden. Denn keiner braucht irgendwie jemanden, der den Skript nicht auswendig kann, weil das wäre unvorteilhaft. Es ist eigentlich wie, wenn man für die Schule was auswendig lernt. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen Geschichtetest oder irgendwas, dann lerne ich das ja auch auswendig. Und so ist es halt beim Skript. Der Vorteil beim Skript ist, du kannst dich in diese Person hineinversetzen und kannst so tun, als wärst du das. Und du hättest gerade eine Konversation mit dieser Person. Das ist der Vorteil daran. Deswegen kann ich mir oft Skripts gut merken. Der Skript ist aber, da geht es um eine Beziehung. Hatte ich noch nie, deswegen wird das schwierig, wird keine Challenge und ich soll ein bisschen amerikanischen Akzent reinmixen. Wird schwierig, ich probiere mein Bestes zu geben und ja. Das Wichtigste zum Skriptlernen, das ist ein Muss, ist Kaffee, vor allem jetzt im Sommer. Da mache ich mir einen Kaffee Frau B, der besteht aus Milch, aber nicht so einfach reingeben, sondern als Milchschaum, und zwar kalt, weil Sommer ist warm, Abkühlung und so. Und dann noch Eiswürfel. Genau. So sieht der Kaffee jetzt aus. In einer Hogwarts-Tasse. Und genau, ich werde mir jetzt meine Marker schnappen und das Zeug markieren. Ich habe gesehen, dass ich nichts wirklich zum Notieren brauche, weil ich schon weiß, wie ich die ganzen Sachen betonen muss. Jetzt markiere ich mir einfach nur wichtige Lines, emotionale Lines. Genau.
So sieht es jetzt fertig aus. Wir haben einmal blau und violett. Blau heißt einfach, dass es emotional ist. Wir sind hier zum Beispiel eine stark emotionale Szene und hier ein paar vereinzelt. Und violett sind entweder Handlungen, so wie hier, die wichtig sind. Zum Beispiel da klingelt das Telefon, ich muss abheben, sonst würde das alles hier keinen Sinn ergeben. Und violett sind einfach wichtige Lines, damit ich weiß, wann ich einsetzen muss. Ja, genau. Also das sind einfach, wenn es diese Lines nicht gäbe, dann würde mein Teil halt keinen Sinn ergeben, deswegen, genau. So, ich melde mich wieder, denn ich habe jetzt den Stress, Audition-Outfit rauszusuchen. Ich finde, das ist immer der meiste Stress, weil vor allem, wenn die sagen, ja, Outfit ist egal, such dir selber was aus. Ich habe da nie so wirklich einen Plan, was ich nehmen soll. Und das wird jetzt so ein bisschen die Challenge. Wenn ich das Outfit mal habe, dann mache ich mein Make-up. Und ja, es ist jetzt 5:30. Ich habe ein bisschen gewartet, dass die Sonne perfekt steht, sodass ich mein Ringlicht wahrscheinlich gar nicht brauchen werde, weil ich jetzt Sonnenlicht habe. Dafür muss ich mich beeilen, weil in einer Stunde kommt eine Freundin zu mir. Also ich hoffe, dass ich es mit 3, 4, 5 Takes schaffen werde. Da muss ich noch ganz schnell das für die Synchronsprechrolle einsprechen. Also ich muss mich beeilen, aber ja. Ich muss sagen, ich fühle mich ziemlich wohl drin, weil es für den Sommer so chillig ist. Ich hatte mit dem Outfit noch nie eine Audition, also ich bin gespannt, wie sich das Outfit so machen wird, weil klar kommt es auch ein bisschen auf das Outfit an, ob das zum Charakter passt. Deswegen, genau, ich werde jetzt noch ein bisschen Make-up, vor allem hier diese Pickel, überdecken, aber nicht extrem, sondern ein bisschen, weil beim Self-Tape-Video geht es darum, dass du dich selber zeigst und genau, und da ist Make-up. Man soll eigentlich das Make-up immer bei Auditions und Castings so neutral wie möglich halten und nicht zu viel Make-up, weil die Casting Director wollen ja sehen, wie du bist und nicht, wie du aussiehst mit voll fett Make-up, deswegen, ja. So, das ist jetzt mein Outfit. Der Highlight ist gerade ein bisschen übertrieben. Merke ich gerade. Deswegen, ich schau mal, wenn ich mein, also wenn ich das hier auch hochfahre, ob es dann vielleicht besser ist. Ansonsten muss ich den Highlight ein bisschen abschminken. Oder mein Ringlicht dazu einschalten und generell schaue ich jetzt einfach, ob vom Ton her alles passt und von der Belichtung und ich checke das jetzt gleich nochmal ab und dann gehe ich den Skript nochmal durch und ja. Ich liebe solche Situationen wirklich, weil ich habe nur mal eine halbe Stunde Zeit, ich muss für Synchronsprechen auch noch was machen. Mein Ringlicht ist gerade flöten gegangen. Supi! So, der Schatten ist jetzt ein bisschen gefixt, also ganz kriege ich ihn leider nicht weg. Ich schaue einfach, dass ich so wenig wie möglich mit den Händen mache, weil das lenkt uns ein bisschen ab. Ja, ich kriege es von der Belichtung gerade nicht hin. Mein Ringlicht ist auch gerade dreimal auseinandergeflogen. Das hat mich jetzt ganz schön ins Schwitzen gebracht. Ja. Noah? Can you bring me a cup of tea, if you would be so kind? Noah? Oh, right. He doesn't live here anymore. Oh. Hello? What you did to me? What you did to us? Ich habe vergessen aufzunehmen, aber ist eigentlich eh gut. Weil ich habe mich jetzt am Ende total versprochen. Das Reconcile habe ich richtig ausgesprochen, aber ich habe das I am able, ich habe gesagt I would be able. Also da ist that I am able und yet alone in the right mindset. Mir fällt es nie ein, ich weiß nicht. So, wir probieren es noch einmal. Why don't you just wanna talk? Why can't we be friends? Alright, I will stop calling you, if that's seriously an issue. Wir haben jetzt 18.18 Uhr und ich versuche seit 20 Minuten diese eine Szene zu machen. Und ich krieg's nicht hin. Ha, Mensch, okay. Why don't you just wanna talk? Why can't we be friends? Hallo, wir haben jetzt schon den nächsten Tag und
ja, Belichtung ist gerade Schrott, weil alles zu ist, weil es heiß ist. Ja, ich habe gestern mein Make-up nicht richtig abgewaschen, deswegen sieht man hier noch ein bisschen, aber we don't care about that. Ich habe heute eh nichts mehr fürs Schauspielen zu tun, also egal. Genau, ich habe jetzt noch die Sachen zum Einsprechen fürs Synchronsprechen, weil ich gestern irgendwie keine Zeit mehr hatte und keine Lust. Meine Stimme am Abend ist immer irgendwie komisch, deswegen dachte ich mir, ich nehme es jetzt auf. Warum ich das jetzt mache und es euch nicht einfach zeige oder ja, halt jetzt dieses Video mache, ist der Grund, dass ich es euch nicht zeigen kann, weil ich das alles mit dem Handy aufnehme. Weil das iPhone ein sehr, sehr gutes Mikrofon hat. Besser als mein Headset-Mikrofon und mein Standmikrofon und mein Laptop-Mikrofon. Deswegen nehme ich die Synchronsprechsachen alles mit meinem Handy auf und schicke es mir dann auf den Computer rüber, dass ich es zusammenschneiden kann. Und deswegen kann ich es euch dann nicht zeigen. Ich kann euch zwar ein paar Sprechproben oder Versprecher einblenden, aber mehr auch nicht, weil wie gesagt, ja, im Prinzip, also ich sitze einfach so hier, da, mache meistens noch meine Kopfhörer rauf, dass ich keine Hintergrundgeräusche höre, die mich irgendwie stören könnten. Weil die Kopfhörer haben Surround Soundings, also es blendet alles drumherum ab. Und dann starte ich, also bei meinem Handy habe ich so eine App oben und dann zeichne ich quasi meine Stimme auf. Versuche mehrere Takes, mehrere Stimmlagen, mehrere Emotionen und suche mir dann die beste raus und schicke die dann ab. Und Versprecher schicke ich auch ab, weil die sollen wir mitschicken für Outtakes und so. Genau, und das war's auch schon. Und das mache ich jetzt. Let's go. Genau, so sehe ich jetzt aus. Ich habe den Text hier hinter mir auf meinem Laptop. Genau, und ich habe jetzt Surround Soundings an, damit ich eben Hintergrundsachen nicht mehr hören kann. Ich hoffe einfach, dass nicht zu viele Störgeräusche sind, die man sonst hört beim Aufnehmen. Ja, und ich nehme das Ganze jetzt erstmal auf und dann sehen wir uns danach wieder. Olivia? Nein, das sicher nicht. Ich bin Diana, die Hüterin von Nayla. Und euch zwei brauche ich. Du hast recht. Ich sollte wohl von vorne anfangen. Also, ich bin die Hüterin von Nayla. Danke sehr, ich werde mich ebenfalls kümmern, aber zuerst haben wir etwas zu tun. Nein, dieses Pferd ist eine Gestalt, die aus Naylas. Hi Leute, es ist jetzt schon Samstag. Ich weiß, ich habe gestern vergessen, das Ende aufzunehmen, deswegen nehme ich es heute auf. Ja, das waren so ein paar Einblicke in Auditions und halt Synchronsprechding, obwohl ich euch da nicht so viel zeigen konnte. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ich das nächste Mal euch einen kleinen Einblick verschaffen kann, wenn ich zum Beispiel was drehe, dann versuche ich auch wieder mit zu filmen. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!